In dieser Folge von Wir segeln sind wir wieder in Ermopolis und arbeiten wieder am Boot, sogar wieder am Motor. Außerdem ist noch das Vorstag dran und tausend andere Sachen. Anschließend segeln wir nach Norden in die Sporaden. Nachdem wir unseren Motor mit Säure gespült hatten, sind wir in den Kykladen gesegelt. Auf der Strecke nach Rhinea ist die Motortemperatur aber wieder stark angestiegen, sodass wir den Motor ausschalten mussten. Aber okay, letztendlich wissen wir ja jetzt, was da irgendwie los ist. Die Ursache ist schnell gefunden. Es sind immer noch sehr große Roststücke im Kreislauf, die den Motor verstopfen könnten. Wir entschließen, zurück nach Ermopolis zu fahren. Dort werden wir den Motor gründlich spülen und reinigen. Sicherlich werden sich noch mehr Aufgaben finden. Also geht es zurück nach Ermopolis. Eigentlich steuert Tobi immer aus der Bucht. Aber heute bin ich mal dran. Ich starte mit nur leichten Selbstzweifeln. Ist niemand da, den ich überfahren kann, oder? Wir können, aber wenn der Motor angeht, dann werden sie schon springen. Hole den Anker hoch. Und steuere aus der Bucht. Auch das noch verbesserungswürdig, aber deswegen machen wir das ja. Was mache ich denn da? Ich bin ein bisschen von meinem Weg abgekommen. Glück hier noch. Und nach dem Setzen des Segels haben wir Hunger. In Ermopolis angekommen, fangen wir sofort an zu arbeiten. Denn je schneller wir fertig sind, desto mehr Zeit haben wir auf dem Wasser. Ich muss für eine Familienfeier nach Hause. Den Flug habe ich schon gebucht. Und zwar von Thessaloniki aus. So dass wir jetzt ganz schön unter Druck stehen. Naja, immerhin wissen wir, was beim Motor das Problem ist. Ja, der immer die kleine Kühlleistung hatte, war verstopft mit dem Zeug. Das kommt schon wieder ganz schön. Tobi holt Unmengen an Rost aus dem Kühlkreislauf. Wo man hier sonst rankommt. Es sieht nicht so aus, als sei dass da unten nichts mehr rauskam, lag am Hahn, der war zu. Und auch, dass hier aus dem Hahn schlecht was rauskam, lag hier auch an dem Hahn, der war auch zu. Ich habe mir die Brücke noch kaum angeguckt. Aber das machen wir jetzt. Da hinten, da kommen doch hier, sind doch alles Brünnen, ja, oder? Ja. Und da der Wassersammler schon mal ausgebaut ist, ist die Gelegenheit einfach zu gut. Ich entroste ihn auch gleich. Der nächste Punkt auf unserer Liste ist das Vorstag. Also das hier. Dafür muss erstmal das Segel ab. Gar keine so leichte Aufgabe auf einem 10 Meter langen Boot, beziehungsweise klein. Ich würde sagen, wer das schafft, braucht keine Paartherapie mehr. Zum Vorstag gehört auch die Kontrolle der Rollref-Anlage. Aber das ist mal wieder schwieriger als gedacht. Denn das Gehäuse geht einfach nicht ab. Auch von oben erkennen wir nicht mehr. Wie so oft war die Korrosion schuld. Das Gehäuse war einfach total festgefressen und da war auch nichts mehr zu machen, sodass wir uns entschlossen haben, das Vorstag abzunehmen, um dann die brutale Methode auszuprobieren und die Verbindung zwischen der Rollref-Anlage und dem Profil aufzusägen, damit wir endlich einen Blick reinwerfen können, um unsere Wand zu überprüfen. Und das haben wir dann auch gemacht. Aber ich kann mir vorstellen, dass im Gegensatz zu einem modernen Rollsystem man das hier ewig am Leben halten kann. Wir müssen das Vorstag abnehmen, um zu schauen, was drinnen los ist. Auch wenn das erstmal nach Umbringen aussieht,
Aber wir müssen ja erstmal reinschauen und überprüfen, ob sich der ganze Aufwand überhaupt lohnt. Ist da ein Lager drin oder was? Oder wie? Oder ich. Keine Ahnung. Auch wenn es hier gar nicht so aussieht, ändert sich das nach dem Saubermachen. Das Drahtseil und alle Verbindungen sehen noch gut aus, sodass wir das Vorstack schnell wieder anbringen. Hast du die Stelle schon? Nein. Hier, oder? Ah, ja, ja. Eine Naht am UV-Schutz des Segels ist gerissen, beziehungsweise zu Staub zerfallen. Und die ersetze ich jetzt. Es dauert, wie alles auf dem Boot, länger als gedacht, ist aber schließlich fertig. Und dann sind da, wie immer, noch die vielen Kleinigkeiten, die eigentlich nebenbei passieren sollten, aber doch auch viel mehr Zeit in Anspruch nehmen. Die Halterungen unseres Biminis sind total verrostet. Hier wurden Madenschrauben verbaut, die nicht aus Edelstahl sind, also müssen wir da ran. Das Bimini ist unser Sonnendach überm Steuerrad. Dafür muss das Gestänge von innen gelöst werden. Und wie immer sind einige Schrauben gut zu erreichen, während andere unendlich weit weg scheinen. Deine Finger pieken total, wenn du da drin rumfummelst. Na, das geht nicht super, aber es geht. Aber du fühlst, eine Schraube ist noch drin, ne? Ich fühle nichts gerade. Nicht die Mutter fallen lassen. Okay. Und wie immer finden wir Sachen, die wir anders gelöst hätten als die Vorbesitzer. Wo wir schon mal dabei sind, gibt es wie immer Stellen, die mit Epoxid behandelt werden müssen. Am besten geht es mit einer kämpferischen Einstellung. Wobei ich mich schon manchmal frage, ob die Chemikalien Auswirkungen auf mich haben. Tobis Lieblingsprojekt ist der Kompressor. Ob es auch meins ist, weiß ich noch nicht. Was muss ich jetzt machen? Andersrum. Nicht durchbeißen, nur ganz vorsichtig draufbeißen, ne? Und so. Na, atmen. Bei 5,5 und dann wird er auf 8 bar knapp. Mhm. Wenn ich jetzt einen Atemzug nehme, kannst du hier am Manometer gucken. Ja? Mhm. Und jetzt sind wir schon bei 5,5 bar, also jetzt schaltet er sich wieder ein. Wir arbeiten, bis wir fertig sind. Beziehungsweise bis unsere Zeit knapp wird und wir Ermopolis verlassen müssen. Auf dem Weg nach Norden ist Skyros unser erster Halt. Unterwegs haben wir wieder super Wetter zum Leichtwindsegeln. Das heißt, wir können ein weiteres Segel ausprobieren. Also ich glaube, das ist... Na, wie heißt denn das? Das, was da vorne dran ist? Ich glaube schon, dass es ein Staysail ist. Auch wenn wir uns am Anfang nicht sicher sind, was es für ein Segel ist, genießen wir die Fahrt mit ihm bei 7 Knoten Wind. Ja. Außerdem passt das gestreifte Segel perfekt zu meinen Socken und unseren neuen Cockpit-Überzügen. Ich bin auf jeden Fall super gelaunt. Und dann kommen auch noch... Ja, da kommt er wieder. Sehr brav, sehr brav. Juhu! Und spring noch einmal. Ja, ja, ja. Oh. Delfin. Oh. Oh. Linaria ist unser erster Halt in den nördlichen Sporaden.
Nachdem wir uns von der langen Überfahrt erholt haben, sind wir schon ganz gespannt auf unseren ersten Landgang in der neuen Inselgruppe. Mir ist der Hafen in Lenaria auf Anhieb sympathisch, denn wo ich ein gut gefülltes Regal zum Büchertauschen finde, fühle ich mich sofort wohl. Und auch der Rest der Bucht gefällt mir total gut. Ich fühle mich manchmal wirklich wie so ein armer David Beckham. Und ihr wisst ja sicherlich schon, was jetzt kommt. Ich werde euch darum bitten, den Kanal zu abonnieren, zu liken und zu kommentieren. Und damit das Ganze etwas mehr Nachdruck hat, tada! Abonnieren, liken, kommentieren. Und falls ihr zufällig eine Catch habt und ein Stay Sail, würde mich interessieren, wo ihr das vorne hin abspannt. Ob ihr auf Masthöhe oder zur Seite bei den Oberwanden.